Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Tagestrash. Gestern Morgen habe ich eine Umfrage gemacht, in der ich euch gefragt habe, worüber möchtet ihr sprechen, was interessiert euch gerade, braucht ihr eventuell auch mal eine Pause von Prominent getrennt, weil wir darüber ja wirklich sehr, sehr oft sprechen. Und ein ganzes Viertel, 25%, hat gesagt, bitte mal eine Pause, ich brauche ein bisschen Abwechslung, mach mal einen Tagestrash komplett ohne Prominent getrennt. Und das machen wir heute. Das Thema soll ich ja nicht aus den Ohren rauskommen, da macht das ja auch keinen Spaß mehr. Aber heute werden wir stattdessen relativ viel über Famefighting sprechen, nicht über die Veranstaltung an sich, sondern um die ganzen Streitigkeiten drumherum. Wir starten mit Sandra und Paulina, die mal wieder einen Beef haben, der eben in diesem Fall Famefighting betrifft. Wir machen weiter mit Valentina und Emmy. Wir gucken uns auch nochmal die Legat Family an, da gibt es nämlich auch schon wieder Beef, immer noch echt traurig. Und dann gucken wir noch auf so ein paar kleinere Sachen. Vergiss bitte nicht, den Kanal hier zu abonnieren, falls du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest und keine Trash-News mehr verpassen willst. Mach das am besten jetzt direkt, das Abo ist auch kostenlos, dann vergisst du es später nicht mehr. So, wir starten mit Sandra. Alles fing an mit diesem TikTok. Ja, diesmal sind wir auf TikTok unterwegs und nicht auf Insta, denn Sandra war bei irgendeiner Veranstaltung, wo es diesen, keine Ahnung, was ist das, diese Boxmaschine gibt, hat sich dabei gefilmt und etwas dazu geschrieben, und zwar, mir würden da ein paar einfallen. Mit einem überlegenden Emoji und einem Zunge-Rausstreck-Emoji. Und sie hat auch den Hashtag Famefighting benutzt. Dieses TikTok wurde dann kommentiert von Paulina Ljubas, also der neuen Freundin von Sandras Ex Tommy. Und Paulina schreibt dazu, okay, aber warum sagst du dann dem Eugen, du hast Angst gegen mich zu kämpfen? Also Eugen ist der Veranstalter, ne? Wisst ihr wahrscheinlich. Sign the contract, I'm waiting. So, mit einem Gan-Emoji, das wurde auch kommentiert von anderen Followern. 24 Likes hat der Kommentar bekommen, wo eine Vivian geschrieben hat. Und wieso schaue ich mir andauernd die Videos von der Ex an? Liebe dich dafür. Paulina schreibt eine Amelie. Dieser Kommentar hat nur 4 Likes. Ich gehe jetzt mal deswegen ein bisschen davon aus, dass die meisten heute hier mehr auf Sandras Seite sein sollten. Allerdings hat doch der Originalkommentar von Paulina ganze 148 Likes, wobei Sandras komplettes TikTok nur zu diesem Zeitpunkt 420 Likes hatte. Gut, ist jetzt vielleicht doch nicht ganz klar. Auf jeden Fall wird aber noch Eugen Licht in die Sache bringen und wir werden noch erfahren, was es damit auf sich hat. Das gucken wir uns später an, denn Eugen hat sich in einem Video zu all diesen Streitigkeiten, über die wir hier sprechen wollen, geäußert. Ein Kommentar, den dann aber Sandra selbst geliked hat, ist der folgende. Für sie würde es 10-mal mehr Sinn machen, gegen Kim zu kämpfen, als gegen dich. Mal abgesehen davon, dass es extrem peinlich und primitiv wäre, wenn zwei Frauen sich wegen einem Typen kloppen. So, und dieser Kommentar wurde eben von Sandra geliked. Bis auf diesen Kommentar hat Paulina weiter nichts zu dieser Sache gesagt, zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt. Sandra hingegen hat sich noch 2-mal dazu geäußert. Das spiele ich euch jetzt hintereinander ab, aber ihr seht ja, wo ein Schnitt ist. Das waren dann 2 unterschiedliche Tage. Es geht um Famefighting und um dieses Kommentar hier. Ich hatte auf TikTok ein Boxvideo hochgeladen und habe dazu geschrieben, Famefighting, wen könnt ihr euch vorstellen und so. Und ja, sie hat sich hier jetzt angesprochen gefühlt. Ich will es aber nur ganz kurz klarstellen. Ich habe mit Eugen telefoniert. Er hat es niemals so gesagt und ich habe es niemals so gesagt. Also, für alle, für dich, ich habe keine Angst. Ja, und ich habe diesen Kampf auf jeden Fall auch nicht abgesagt. Für mich bist du einfach nur, oder für mich ist sie einfach nur die neue von meinem Ex-Freund, nicht mehr und nicht weniger. Und ja, finde es einfach ein bisschen schade, dass man jetzt auf diese Art hier irgendwie provozieren will. Weiß ich nicht, sie hat ja auch immer ein Problem damit, dass ich sticheln würde. Ich rede gar nicht über sie. Ich reagiere jetzt nur darauf, weil das finde ich nicht in Ordnung, weil das hier ist, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Ich habe keine Angst. Und du sagst, ihr schickt mir gerade alle so Ausschnitte von einem Live. Also ich muss jetzt wirklich noch mal was dazu sagen. Ich habe nie gesagt, dass ich Angst habe. Eugen hat das nie gesagt. Und ich habe diesen Kampf auch damals nie zugesagt. Ich weiß nicht, warum sie so Sachen erzählt.
Es gab eine Situation auf einem Event, auf einem Partyboot, da bin ich zu ihr hingegangen und habe gesagt, hey Paulina, sollen wir das nicht einfach mal kurz klären, wie erwachsene Menschen, ohne Social Media, einfach nur du und ich. Es hat nicht funktioniert. Sie wollte das nicht. Sie hat es nicht akzeptiert, dass wir das Gespräch führen. Fertig. So, das heißt, ich muss auch jetzt nicht über mein Management dich irgendwie anrufen oder sonst irgendwas. Das hier ist alles schon Kindergarten genug für mich. Wie gesagt, du bist nur die neue Freundin von meinem Ex-Freund. Mehr bist du nicht und mehr wirst du auch nicht für mich sein. Wenn es zu einem Kampf kommen sollte, dann ist es das Business, dann ist es das, okay? Aber alles andere, red doch, lass uns doch nicht so einen Kindergarten machen. Also das ergibt einfach keinen Sinn. Ja, Sandra gegen Paulina wäre auf jeden Fall ein Kampf, den ich mir sehr, sehr gerne angucken würde. Mir ist auch relativ Hupe, genauso wie bei Valentina und Emmy, wer gewinnt. Ich finde es einfach nur sehr amüsant. Ich glaube, da würde richtig die Post abgehen. So, kommen wir zum Thema Legatz. Denn dort hat sich leider quasi wieder die Familie zerstritten, also die Brüder gegen den Vater. Super, super traurig. Wir gucken uns hier an, was Leon sagt, und dann gucken wir auch einmal kurz auf Nico, denn Nico hat eine drastische Konsequenz gezogen. So, Leon hat diesen Promiflash-Artikel geteilt, in dem es um seinen Bruder und seinen Vater eben geht, und dazu geschrieben, jetzt mal ernsthaft, halte selber gerade nicht so viel von meinem Bruder, aber man muss sich selber an die eigene Nase fassen. Die Worte richte ich an meinen Vater. Da muss ich meinen Bruder in Schutz nehmen. Ehrlichkeit steht bei meinem Vater nicht so an erster Stelle, wobei er das immer von uns fordert und gewisse Geschichten könnte ich aufdecken, die haben aber hier nichts zu suchen. Traurige Geschichte. So, und da haben einige Leute gesagt, ey, warum schreibt er das öffentlich? Warum richtet er sich hier öffentlich an seinen Vater? Er schreibt ja sogar, Zitat, die Worte richte ich an meinen Vater. Nun gut. Die Sache ist die, Leon ist der Bruder bzw. ist eine Person, die sich die ganze Zeit über aus den ganzen Streitigkeiten, auch während Temptation Island und so weiter und so fort, rausgehalten hat, nie öffentlich irgendwas gesagt hat. Thorsten Legat ist derjenige, der jetzt schon mehrmals öffentlich gegen seinen eigenen Sohn gegangen ist. Und wenn dann irgendwann mal der Bruder sich einschaltet und auch öffentlich mal was sagt, finde ich das ehrlich gesagt absolut legitim und völlig in Ordnung, weil wahrscheinlich reicht es ihm auch. Und wir sehen ja, was mit Nico passiert ist, auch wie wahrscheinlich dieses Verhältnis oder eventuell auch die Erziehung von Thorsten Legat Nico gegenüber war. Und da liegt der Gedanke nicht fern, dass Leon gleiche oder ähnliche Sachen eventuell mit seinen Eltern erleiden musste wie ein Nico. Es geht. Ich muss kurz was loswerden. Famefighting hat sich erledigt. Wieso, weshalb, warum? Ist uninteressant. Wird auf jeden Fall nicht stattfinden. Das ist das eine. Das andere ist, egal was kommt, es werden auf jeden Fall neue Dinge auf euch zukommen, die ihr von mir hören werdet. Und braucht nur Zeit und Ruhe alles. Und ich muss jetzt mal ein paar Sachen regeln und dann kommt alles auf das andere zu, was mich erwartet. Ja, ist ein bisschen traurig, aber ist halt so passiert. Deswegen nur zur Info. Leute, erstmal danke für die vielen Nachrichten. Ja, das ein oder andere Tränchen ist gerade geflossen, ja. Aber ey, das Leben ist halt so, weißt du, aber ich lasse den Kopf nicht hängen. Ihr könnt auf jeden Fall euch gefasst machen. Ich bin ja auch erstmal gerade ein bisschen am Anfang und das ein oder andere Format, das wird noch kommen, verspreche ich euch. Wie gesagt, ist der Anfang. Macht euch da keinen Kopf drüber. Das Wichtigste ist jetzt, dass ich wohlauf nach oben schaue. Und ja, ich bin im Herzen bei euch und ihr werdet mich schon noch in dem einen oder anderen Format sehen. Muss nur Zeit und Geduld mitgebracht werden. Peace geht raus. Ganz viel Liebe. So Leute, und warum mich auch viele fragen und anschreiben, warum ich jetzt nicht dabei bin, den Grund kann ich jetzt ruhig nennen. Da brauche ich mich nicht zu verstecken. Haltet euch gut fest. Jeder hat eine Vergangenheit und mein eigener Vater meinte zum Famefighting, zu Famefighting
gewissermaßen Zeugen, in der Vergangenheit von mir rumzuwühlen. So, und deswegen bin ich jetzt nicht mehr dabei, weil viele gefragt haben, wieso, weshalb, warum. Bitte schön, hier habt ihr die Antwort. Da sieh mal, ja, dass Thorsten Legert, wie er lebt und lebt, sein eigenes Kind, das Format weghauen und ihn schlecht zu reden. Das kann ich jetzt machen, weil ich ja, wie gesagt, nicht bei Fanfighting bin. Bitteschön. Für mich ist einfach nur der Grund, das ist für mich unplausibel. Unplausibel, das ist unkollegial. Und dazu noch, ich bin sein eigener Sohn. Und jetzt, ey, an alle Klugscheißer da draußen, die jetzt darauf machen, wieso macht er das öffentlich? Junge, es ist Fakt, Mann. Das ist Fakt, dass ich mich drüber aufrege, die ganzen Jahre nach der Pfeife meines Vaters zu tanzen. Gebt euch mal. Ich bin nicht seit gestern in dieser verfluchten Branche drin. Junge, ich bin schon ein paar Jährchen mit dabei, wo ich selber dazu jetzt sagen kann, ey, wir mussten selber immer nach den Regeln spielen, so wie wir uns verhalten mussten draußen, damit wir nicht negativ auffallen. Und das ist einfach so ein Grund, das muss einfach mal jetzt rausgesagt werden, weil ich kann nicht alles in mir hineinfressen. Und Leute, überlegt gut, was ihr mal dazu schreibt, aber das sind Fakten. So Leute, mehr ist auch jetzt nicht mehr dazu zu sagen. Ich bereite mich jetzt drauf vor, selig und gemütlich Europa League zu gucken. Leverkusen gegen West Ham, ich glaube, das läuft ja auf RTL. Hoffen wir mal. Und ja, ey, ich habe ein paar Tränchen verdrückt, weißt du, wie ich meine. Aber das Leben geht weiter. Ich bin auf jeden Fall froh, Eier in der Hose zu haben und ja, zu sagen, was Fakt ist, was auf den Tisch gehört. Das gehört mit auf den Tisch. Jeder, der was anderes sagt und der mir sagen würde, ey, das hat dir nichts an die Öffentlichkeit zu tun. Alles klar, ihr kennt das Business besser als ich. Ist okay, machen wir nichts draus. Aber ey, schönen Abend wünsche ich euch. Ganz viel Liebe. Ja, es ist super, super heftig. Ich finde es auch immer noch total traurig, wie das in dieser Familie abgeht. Die Söhne tun mir tatsächlich auch sehr, sehr, sehr leid. Ich will mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, wie diese Kindheit war. Aber gut, was da nun passiert ist und was in der Vergangenheit von Leon liegt, darüber, das wissen wir nicht. Darüber möchte ich auch nicht spekulieren. Ich habe wahrscheinlich wie jeder oder wie die meisten von euch eine Vermutung, beziehungsweise ich habe zwei Vermutungen, aber will da auch einfach keine Gerüchte in die Welt setzen. Deswegen, wir wissen nicht, was da passiert ist. In dem Statement von Eugen, was wir uns dann am Ende gesammelt, ne, wo er gesammelt was zu allen Fällen sagt, angucken, hört es sich sehr, sehr diplomatisch an, so als wären alle Beteiligten zusammen zu der Entscheidung gekommen, dass es besser ist, wenn Leon nicht damit macht. Aber wir sehen hier ganz eindeutig, dass Leon nicht selbst aussteigen wollte und dass ihm das eben von seinem Vater vermiest wurde, aus welchen Gründen auch immer. Sarah Liebig, die Ex-Freundin von Nico, kennen wir natürlich alle. Sie hat das geteilt und etwas dazu geschrieben. Und zwar, Papi Legert hat sich dann anscheinend wieder mal mit beiden Söhnen verstritten, ist ja nichts Neues. Anscheinend hat er aber von der Vergangenheit von seinem Sohn erzählt, somit darf er beim Famefighting nicht teilnehmen. Die Teilnahme hatte mich eh gewundert, aber da wurde anscheinend einiges verschwiegen. Jetzt aber, also Sarah weiß anscheinend, was da in der Vergangenheit passiert ist. Jetzt aber seinen Sohn alles kaputt zu machen, ist echt heftig. Ich bin gespannt, was bei Prominent getrennt alles gezeigt wird, aber ich gehe stark davon aus, dass dieses Thema noch eine Rolle spielen wird. Ja, auch hier genau dasselbe wie bei Nico Legert. Wer so einen Vater hat, braucht echt keine Feinde mehr, ne? Die Söhne... Egal, auch wenn die auf die schiefe Bahn geraten sind, auch wenn die Scheiße gebaut haben, Nico fremdgegangen ist, bla bla bla, er sich total besoffen hat, scheißegal, das sind immer noch die Kinder von Thorsten Legert und wie der mit seinen Söhnen umgeht, was der da macht, das ist so unfassbar traurig, wirklich. Also solche Eltern gönne ich, ich sage hier auch bewusst Eltern, weil die Mutter sich ja anscheinend nicht einschaltet und weil die Mutter da anscheinend keine Partei für ihre Söhne ergreift und das finde ich, nicht genauso traurig, aber schon sehr. Viele von euch haben auch unter das letzte Video zu dem Thema geschrieben, dass sie glauben, dass Alexandra sehr, sehr unter der Fuchtel von Thorsten Legert steht und da nichts zu sagen hat. Ja, das kann ich mir auch leider Gottes sehr, sehr gut vorstellen.
Leon hat dann noch einen Beitrag der Seite Instacringe geteilt, die darüber berichtet hat, was Nico eben letztens sagte. Und zwar, meinem Vater fehlen Mumm und die Einsicht, dass er sich bei mir entschuldigen müsste. Darüber haben wir auch gesprochen. Ja, das war in dem Promiflash-Artikel. Das hat Leon geteilt und dazu geschrieben. Ich sehe gerade zum Abschluss, um das Thema zu beenden, da hat mein Bruder recht, entschuldigen müsste er sich mal bei uns. So. Das einzig Gute, das ich dieser Sache abgewinnen kann, ist, dass anscheinend die Brüder zusammenhalten und die Brüder anscheinend hoffentlich eine Einheit sind und zumindest sich gegenseitig haben und damit noch ein Stück Familie, wenn sie schon den Vater so in die Pfeife rauchen können. Leon hat auch diese Story von Sarah, die ich ja gerade vorgelesen, geteilt. Also er versteht sich anscheinend gut mit Sarah und schreibt dazu, wenn eine mitreden kann zu dem ganzen Thema, dann ist es Sarah. Wir hatten in der Vergangenheit auch unsere ein oder andere Auseinandersetzung, aber sie ist halt sehr ehrlich und das weiß ich sehr zu schätzen. Bleib, wie du bist. Ja, das sind doch mal schöne Worte. Naja, immerhin, wie gesagt, immerhin etwas. Ne? Mich macht es trotzdem noch total traurig, diese ganze Angelegenheit. Was Leon auch noch geteilt hat, ist ein Beitrag der Seite Trash Queen Trash, die geschrieben hat, also hier Famefighting, das halt kennst du, ihr seht ja, was gezeigt wird, ne? Und dann sieht man hier einen Kopf von Thorsten Legert für diejenigen, die dieses Video als Podcast hören, da gibt es nämlich auch einige. Und zwar, man sieht Thorsten Legert mit einer Sprechblase, der dann sagt, schmeißt Leon raus. Und Leon schreibt dazu, so kann man es sehen, mit 3 Ausrufezeichen. Tja, schade. Um das Lega-Thema abzuschließen, so Nico hat sich auch dazu geäußert, beziehungsweise nicht zu dieser ganzen Famefighting-Sache und zu diesem neuen Streit und so, sondern das wird Nico aktuell alles viel zu viel und er hat sich dafür entschieden, seine TV-Karriere zu beenden und sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Schauen wir erstmal rein. Ich habe einfach nur eine Sache eben zu verkündigen. Ich werde mich komplett aus der Öffentlichkeit fernhalten. Ich werde komplett alles wegmachen. Ich werde keine Formate mehr machen. Und ja, für mich ist einfach dieser Druck und dieser Stress seit fast einem Jahr ist mir einfach zu viel. Und ich habe da keinen Bock drauf. Ich werde einfach ein ganz normales Leben leben. Und einfach glücklich werden, happy wieder sein. Damit ihr alle Bescheid wisst. Das ist mir gerade alles zu viel. Und ich habe mir das jetzt schon länger überlegt, ob ich diesen Step mache. Aber ich glaube, das ist das Beste für mich selber. Weil ich will aber auch die nächsten Jahre Spaß haben am Leben. Deswegen, damit ihr Bescheid wisst, ich werde nichts mehr in der Öffentlichkeit machen. Ich werde mich komplett zurückziehen und ja, damit ihr Bescheid wisst. Ja, ich muss sagen, dieses Video hat mich tatsächlich gefreut. Und zwar nicht, weil ich irgendwas gegen Nico habe. Ich glaube, das wird auch deutlich in meinen Videos. Oder weil ich ihn canceln will oder so. Ich bin ja generell gegen die Cancel Culture. Sondern weil ich glaube, dass das für ihn selbst wirklich besser ist und gesünder ist. Wir haben ganz, ganz oft über Nico gesprochen, auch was eventuell, ja, ihn bedrücken könnte, dass er eventuell auch mental nicht gesund sein könnte und eventuell sogar professionelle Hilfe braucht. Das ist eine Angelegenheit, die muss Nico natürlich für sich selbst entscheiden, aber ich glaube, jeder von uns sieht, dass da sehr, sehr viel einfach nicht stimmt und dass Nico auch sehr, sehr viel wahrscheinlich in seiner Vergangenheit erlebt hat, dass er aufarbeiten muss. Im Endeffekt ist es so, ja, ich kann vollkommen nachvollziehen, dass Nico dieser Öffentlichkeit oder diesem öffentlichen Druck nicht standhalten kann. Ich finde, das hat man auch deutlich damals beim Temptation Island Wiedersehen gesehen und dann auch in diesem YouTube-Video mit oder YouTube-Interview mit Kelvin. Er kam für mich wie ein gebrochener junger Mann rüber und ich glaube wirklich von Herzen, dass das für ihn eine gute Entscheidung ist und eine vor allem gesunde Entscheidung und dass er sich jetzt erst einmal auf sein normales Leben fokussieren sollte. Was später kommt, weiß man nicht. Schauen wir mal, aber ich glaube, für jetzt ist das auf jeden Fall die beste Entscheidung. Was glaubt ihr? Schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Kommen wir damit zu einer weiteren Famefighting-Ankündigung, bevor wir danach zu Valentina und Emmy kommen. Das hier ist jetzt auch ganz, ganz kurz. Und zwar gibt es einen neuen Kampf, beziehungsweise die Kämpfe wurden ja noch nicht angekündigt, wer gegen wen kämpft. Aber hier kann man sich wirklich sehr, sehr sicher sein, denn 2 Einzelkämpfer gibt es, die auch in derselben Gewichtsklasse sind. Und zwar in der Gewichtsklasse Cruiserweight. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus, weiß ich nicht, aber keine Ahnung, wie viel Kilo das sind, ist auch scheißegal, auf jeden Fall dieselbe Gewichtsklasse. Franco von Lovefool und der hatte ja Stress mit Giuliano und die beiden kämpfen gegeneinander.
Ja, hier auch einmal die offizielle Ankündigung des Kämpfers Giuliano Butterfly Hedinger. Ja, ebenfalls im Cruiserweight und ist auch am 24.05. bei Fame Fighting Challenger in Mönchengladbach dabei. Wie gesagt, die offiziellen Kämpfe, wer jetzt gegen wen kämpft, das wurde noch nicht verkündet. Aber das liegt ja sowas von klar auf der Hand, dass er gegen Franco kämpfen wird. Kommen wir damit also zum Thema Valentina und Emmy. Wir schauen uns jetzt erstmal die erste Story von Valentina zu dem Thema an. Wir haben ja bereits ein bisschen darüber, oder ich glaube sogar schon zweimal, darüber gesprochen, dass die beiden eventuell gegeneinander kämpfen wollen und dass das halt die ganze Zeit hin und her ging, dass es da so einen Schlagabtausch gab. Und der ging jetzt eben noch weiter. Und ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht, dass ich mal so auf Valentinas Seite stehen würde. Aber wir schauen jetzt erstmal rein. Oh. Hallo meine Lieben, ich sitze hier gerade auf meinem Balkon und genieße das schöne Wetter und bin so ein bisschen durch meine DMs geslidet. Und ja, einige Leute verstehen das noch nicht so richtig mit dem Kampf mit der Emmy. Ich fasse das noch einmal auf, aber wirklich dann nicht mehr, weil es so zahlreich in meinen DMs erschienen ist. Der Kampf mit Emmy, der wird nicht stattfinden, also findet nicht statt. Das liegt aber leider nicht an mir, Leute. Denn wenn ich was sage, halte ich auch mein Wort. Sondern das liegt an der Dame, die nicht bereit ist, 5 Kilo zuzunehmen. Ich wäre auch runtergegangen mit 7 Kilo vom Gewicht, was eher sogar nicht fair wäre gleichgemäßen. Aber naja, egal. Das Einzige, was sie halt wollte, ist einfach mal 1 Million Aufrufe zu erreichen mit einem Reel, was sie sonst nicht schafft. Selbst wenn, wo sie sich halbnackt aussieht, schafft sie es nicht. Selbst mit diesen Reels nicht. Und ein paar OnlyFans-Abos abzugreifen, hat sie jetzt geschafft. Aber wie gesagt, nur Gelaber, nur heiße Luft, diese Zusage. Deswegen, no. So, alles wieder gut. Ihr wisst ja, dass ich kein Boxexperte bin, deswegen aber für mich als Laien hört sich das jetzt erstmal fair an, was Valentina ihr angeboten hat, dass sie selber 7 Kilo abnimmt und Emmy 5 Kilo zu. Wäre ja sogar für Emmy dann noch besser, beziehungsweise für Valentina schlechter. Sie müsste noch sich um weitere 2 Kilo verändern. Emmy hat dann auf der Seite Trash and Talk, die darüber berichtet hat, einen Kommentar verfasst, der da lautet: Fake. Schreibt es lieber um zu, Valentina will nicht runter auf 46,9 Kilo. Sie hat mich herausgefordert und stellt jetzt Anforderungen. Sie weigert sich runterzukommen auf 46,9 Kilo, sondern nur auf 48 Kilo, damit es vom Gewicht passt. Ich muss gar nichts bei. Okay, also sagen wir mal 46,9 sind quasi 47, von 47 bis 48 ist ein Kilo Unterschied. Also was Emmy fordert ist, dass Emmy 4 Kilo zunimmt und Valentina 8 Kilo abnimmt. Rechnerisch. Gut. Also dass Valentina ihr noch mehr entgegenkommt. Aber ich finde, ohne jetzt eben ein Profi zu sein, dass 7 Kilo zu 5 Kilo schon ein ganz gutes Angebot ist. Emmy hat dann auch noch einen Promiflash-Artikel mit der Überschrift Fame Fighting, Emmy Russ will nicht gegen Valentina kämpfen, geteilt und etwas dazu geschrieben. Das ist relativ lang, ich lese das mal eben vor, ist für mich aber vollkommener Schwachsinn, ich sage euch gleich warum. Und zwar, Emmy schreibt: Das ist jetzt echt das letzte Mal, dass ich es sagen werde. Solche Seiten veröffentlichen Fake News, denn der Wahl hat gegen mich abgelehnt zu kämpfen. Das weiß ich aus internen Quellen. Sie musste auf 46,99 Kilo runtergehen, hat aber abgelehnt und sich geweigert. Dementsprechend, was soll diese Scheiße zu veröffentlichen, dass ich abgelehnt habe, wenn es an ihr gescheitert ist? Kurzer Zwischeneinwurf, ich glaube sogar, dass es für eine Valentina relativ schwierig wird, jetzt noch 7 Kilo überhaupt, geschweige denn 8 Kilo abzunehmen, denn Valentina ist ja sowieso schon recht schlank und baut jetzt noch Muskeln auf. Klar wird sie dann Fett verbrennen, aber das wird sehr, sehr schwierig, glaube ich, generell so viel abzunehmen dafür, weil sie eben auch einfach größer ist, ne, als Emmy. Emmy schreibt weiterhin:
Ich habe, glaube ich, klar und deutlich in deutscher Sprache den Kampf gegen sie angenommen. Wenn sie allerdings in letzter Minute einen Rückzieher macht, den Schwanz einzieht und sich nicht mehr traut und als Ausrede den Grund sagt, dass sie nicht so viel abnehmen möchte und einige Menschen das immer noch nicht verstehen, dann mein Beileid. Also ich finde 7 Kilo schon echt viel und auch genug, muss ich sagen. Ihr habt echt ein großes Problem, schreibt Emmy weiterhin. Genau jetzt kommt der Satz. Genauso wie ich übergewichtig werden soll für meine Größe, laut ihrem Wunsch, muss sie halt untergewichtig werden. Was für ein Quatsch. Das ist so hirnrissig, dass Emmy übergewichtig werden soll. Nein, soll sie nicht, wird Valentina gleich in einer Story auch noch mal ein bisschen ausführlicher erklären. Ich habe das auch mal durchgerechnet, habe nachgeguckt, wie groß Emmy ist, habe dann den BMI ausgerechnet, bla bla bla. Über 25 gilt man ja als übergewichtig und Emmy müsste da bis über 61 Kilo gehen, ne, was noch nicht mal gefordert ist, ganz und gar nicht. Da sind so viele Kilo dazwischen. Über 61 Kilo müsste sie wiegen, dass sie überhaupt über einen BMI von 25 kommen würde. Also kompletter Schwachsinn, was sie hier schreibt. So, weiterhin schreibt sie, angekommen, Fragezeichen, aber auf solche Lappengegner habe ich keinen Bock mehr. Ich dachte, ihre Herausforderung war ernst, aber sie wollte nur Fame durch mich, weil zum Beispiel keine TV-Produktion mehr mit ihr arbeiten will und der Kampf ihr noch das bisschen Kleingeld reinbringt. Schauen wir mal, bei wem der Zug abgefahren ist. So, wie gerade schon gesagt, Valentina hat sich dann nochmal mündlich dazu geäußert. Wir schauen rein. So, und zwar habe ich jetzt hier wieder zugeschickt bekommen von der Dame, die gerade nämlich überall rum erzählt, dass sie bei I Don't Reality Stars in Love ist, was mein zweites Format war. Ich wünsche ihr ganz viel Erfolg, dass sie ja wieder eine Story gemacht hat auf einen Pressartikel, der einfach absolut komplett wahr ist. Ich blende euch den mal hier unten rein. Genau so ist es und nicht anders. Ich frage mich halt wirklich langsam echt, wo diese Synapsen von diesen Mädchen sind, ob die irgendwie im Boden geblieben sind oder nie rauskam bei der Geburt. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Sie sagt ja sogar noch, dass sie übergewichtig werden soll, wenn sie auf 48 Kilo hoch soll. Das sind 5,6 Kilo. Dann bist du nicht übergewichtig, dann hast du ein gesundes Gewicht endlich mal und nicht das, was du jetzt hast. Ich weiß, Deutsch, schwere Sprache, aber ich habe sie nochmal aufgelistet. Du bist gerade untergewichtig und du gehst nicht, wenn du 5,6 Kilo zunimmst an Muskeln, an gesunder körperlicher Masse ins Übergewicht, sondern in das Normalgewicht, ja? Und das erreichst du sogar durch Sport, durch Muskelaufbau, was super gesund ist. Und dann ist endlich mal dein Körper in einer richtigen Gewichtsklasse, ja? Und ich habe ja gesagt, dass ich in die Halbfliegengewichtsklasse. Also sign a contract, laber nicht so eine Bullshit-Scheiße, ja. Und ich gehe sogar, wenn ich schon auf die Halbfliegengewichtsklasse für dich extra gehe, aus Nettigkeit, ist es immer noch nicht fair, weil du musst nur 5,6 Kilo zunehmen, ich muss 7 Kilo abnehmen, ja. Gehe ich sogar schon, wenn ich auf 50 Kilo runtergehe, aufs Untergewicht bei meiner Körpergröße, ja. Und du forderst ernsthaft eine Frau auf, untergewichtig zu werden für dich, ungesund zu werden. Sag mal, also ich glaube, du bist echt schizophren. Kann das wirklich sein? Also das ist wirklich echt der Witz. Also ich habe das echt selten erlebt, aber das ist echt der größte Witz, den ich gesehen habe. Aber komm einfach drauf klar. Du hast dich mit deinem Reel im Bikini so hart blamiert mit deiner Absage jetzt. Komm damit klar. Hättest du dir besser überlegen sollen. Ja, wie vorhin schon gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass ich Valentina bei einem Thema mal so zustimmen würde, aber so kann es gehen. Auch eine Person, die man eigentlich nicht gerne mag, kann mal in einer Sache auf jeden Fall recht haben. Aber was sagt ihr zu der ganzen Angelegenheit? Schreibt es sehr, sehr gerne in die Kommentare. Wir wollen uns jetzt zum Abschluss noch angucken, was der Veranstalter Eugen zu allen drei Themen zu sagen hat. Denn er hat in seiner Story gepostet, guten Morgen, heute stehen drei Themen an, wo ich kurz und knapp erklären werde, was da abgeht. Thema 1, Emmy und Walle. Thema 2, Paulina und Sandra. Thema 3, Leon, Nico, Thorsten. Über alle drei Themen haben wir in diesem Video gesprochen. Und jetzt zusammenfassend kommt das Wort zum Sonntag des Veranstalters.
Viel los. Jetzt aber direkt mit dem ersten Thema, Leon Legard. Ihr habt richtig gelesen, er wird nicht bei Fame Fighting Challenger dabei sein. Er wird nicht kämpfen. Wir haben uns dazu entschieden, diesen Kampf runterzunehmen, wegen privaten und familiären Gegebenheiten oder Situationen. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Also die Voraussetzungen, in denen er sich gerade befindet, lassen einfach nicht zu, dass er den Ansprüchen entspricht, Teil von Fame Fighting zu sein. Ja, wie gesagt, die Gesamtsituation ist es, die wo Leon sich gerade befindet, also drin befindet. Es ist nicht primär irgendwie persönlich von irgendjemandem die Schuld, ob das jetzt Nico, Thorsten oder Leon ist. Es ist einfach die Gesamtsituation, wo er sich gerade drin befindet. So, das ist viel, was so hinter den Kulissen ist. Von unserer Seite alles Gute. Und es heißt jetzt nicht, dass er nie wieder bei Fanfighting dabei sein darf oder sonst irgendwas, natürlich nicht. Aber momentan nein. So in Zukunft können wir gerne drüber sprechen, können wir gerne drüber reden. Aber momentan schafft er es einfach nicht. So. Zweites Thema, Paulina und Sandra. Da wurde gesagt, da wurde viel gesagt. Ich fasse das mal einfach in meinen Worten zusammen. So, nach Famefighting 1 kam Sandra auf mich zu, ey geil, dies, das, ich hab Bock zu kämpfen und so, bla bla, hin und her, so und so. Paulina genauso. So, Paulina ist bis heute dabei geblieben, feier ich auch, ist cool. Sandra hat zwischenzeitlich mal geschwankt hin und her, hat aber das Ding jetzt nicht komplett abgesagt. Und und es ging einfach darum, dass ich telefoniere mit Sandra, ich telefoniere mit Paulina wegen November. Ich mache bei beiden keine Geheimnisse. Ich bin immer transparent, immer offen. Und als ich dann vor kurzem mit Sandra geschrieben habe, wie gesagt, war sie am Schwanken. Und ich muss das ja natürlich Paulina mitteilen, ne, weil Zeit läuft. Und hab dann mit Paulina telefoniert, ihr die Antwort von Sandra vorgelesen und gesagt, ey, keine Ahnung, warum jetzt diese Antwort kam. Entweder hat sie Angst oder hat keinen Bock oder keine Ahnung, irgendwas ist da. So, dann ist ja der Kommentar entstanden von wegen, ja, warum sagst du irgendwas, dass du Angst hast? Und Sandra dann, ja, nee, habe ich nie gesagt. Und dann habe ich Sandra angerufen, der die Situation geschildert, wie sie war. Hat sie dann auch verstanden, hat dann wieder eine Story gemacht, hin und her. Ende vom Lied ist, was zwischen den beiden ist, soll sein. Der Kampf ist nicht abgeschrieben. Wie gesagt, es liegt an Sandra. Ob der Kampf jetzt stattfinden wird oder nicht, weil Paulina hat zugesagt und die steht auch dazu. Aber wir warten jetzt einfach ab, geben Sandra ihre Zeit, um sich da zu entscheiden. Und im November werden wir dann sehen. Und jetzt kommen wir zum dritten Thema. Uno momento. Emmy und Walle. Ihr habt gesehen, wieder viele Stories wurden getätigt. Einmal kurz Licht ins Dunkle zu bringen. Ihr müsst immer darauf warten, das, was wir von Famefighting bestätigen oder nicht. Das gilt für jeden Kampf, also für jede Gerüchteküche, für jede Story, die irgendein Promi aufnimmt, heißt nicht, dass es die Wahrheit ist. Ne? Will ich nur mal betonen. Erst wenn wir das bestätigen, ist es die Wahrheit. Vorher ist es nur Gerede, Gerüchte. So. Und wie gesagt, Emmy und Valentina habe ich schon mal gesagt, der Kampf ist heiß, beide haben Interesse, es wurde sich besprochen, sage ich mal. Und alles, was die jetzt öffentlich machen, ist deren Bier.
Ne? Das ist nicht das, was wir gesagt haben. Wie gesagt, ich habe gesagt, es sind Gerüchte, es sind beide wollen kämpfen und beide sind im Gespräch mit mir. So. Und nochmal, ob der Kampf stattfindet oder nicht, wird die Zeit zeigen. Und von wegen, der Kampf findet nicht statt und so weiter und so fort, bla bla, diese ganzen Artikel, die jetzt, das sind Fake News. Es sind Fake News. Keiner hat gesagt, dass der Kampf nicht stattfinden wird. Aber keiner hat auch gesagt, dass er stattfinden wird. Wie gesagt, die Zeit wird zeigen. Aber dass er nicht stattfinden wird, ist Fake. So. So, ich hoffe, ich konnte. Ja, da soll noch mal einer sagen, Frauensport sei langweilig. Nein, ganz und gar nicht. Ich für meinen Teil hoffe wirklich, dass beide Kämpfe, sowohl Valle gegen Emmy als auch Sandra gegen Paulina, zustande kommen. Ich glaube, es wird super unterhaltsam und ich würde mich wirklich sehr, sehr drüber freuen. Wie geht's euch? Wie immer danke ich euch fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lenkt bitte an den Like. Das wäre super hilfreich und wir verabschieden uns. Bis morgen. Tschüss. Mua.